Sucht Jura noch immer jemanden, der für ihn zu diesem Konverter geht? Ja, aber ich bezweifle... Was machst du hier? Sieh an! Der nächste Frischling in Goliath. Hast wohl wie die anderen die Schnauze voll, wie? Was führt dich her? Gehört dir die Taverne? Ganz richtig. Möchtest du etwas trinken? Erklär mir ein paar Dinge. Eure Rüstungen sind sonderbar. Sie mögen altbacken wirken, aber das täuscht. Mit Hilfe unserer Magie ist es uns sogar möglich, eine Vielzahl von Projektilen abzuwehren, die normales Holz einfach so durchschlagen würden. Und gerade hier in Edan ist unsere Kleidung weitaus praktischer als die Metallschürzen anderer Gruppierungen. Wie das? Edan ist im Gegensatz zur Wüste oder den weiten Xarkors sehr bewaldet. Wenn du also auf der Jagd bist, ist es gut, wenn du mit deiner Umwelt verschmilzt. Zu viel Metall ist einfach zu auffällig und schreckt die Tiere auf. Dennoch bleibt sie nutzlos im Rest der Welt. Das ist nicht wahr. Was du hier siehst, ist nicht nur einfacher Stoff und Leder. Unsere Rüstungen sind durchzogen mit der Macht des Manas. Solange wir Mana haben, sind wir geschützt. Na gut, alles gut. Ja. Gib mir was zu trinken. Was willst du haben? Nichts. War da nicht eine Nebenmission? Werker. Erstmal was trinken. Werker, 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 Setzer, 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 Werker, Werker, Werker. Hier ist die Nebenmission. Hey, du! Du gehörst nicht zu uns! Was willst du hier? Wer will das wissen? Mein Name ist Born, Sohn von Algor. Ich bin der Oberaufseher der Setzlingfarmen in Goliath und Mitglied des Clans der Nebelkrähen. Also lass mich dir einen Rat geben. Halte dich an unsere Gesetze und mach keinen Ärger. Dann wird es dir hier in Goliath gut ergehen. Und halte dich vom Tal im Westen fern, wenn dir dein Leben lieb ist. Dort leben nur Verbrecher und Verbannte. Wenn du der Oberaufseher der Farm bist, warum bist du dann nicht dort? Hey, hey, hey! Ich habe mir eine kleine Auszeit mehr als verdient. Als es vor einiger Zeit gegen den Konverter ging, stand ich in der ersten Reihe. Und was soll hier schon großartig passieren? Hast du unsere Befestigungen nicht gesehen? Aber eigentlich hast du recht. Ich könnte mich dort unten mal wieder blicken lassen. Nicht, dass jetzt jeder meint, eine Pause machen zu dürfen. Also, wir sehen uns später. Bohren, welches P? Nicht hartes P. Okay, wo sind meine Nebenmissionen? Du! Na, oi. Du? Dich habe ich hier ja noch nie gesehen. Irgendwann ist immer das erste Mal. Exakt. Aber warte mal, du bist anders. Und anders bedeutet... Sprich dich aus? Naja, anders bedeutet, dass wir beide sicherlich ins Geschäft kommen. Nein. So, du bist also ein Mann, der erst eine solide Vertrauensbasis braucht, bis er den Leuten Gehör schenkt. Hör dir erst einmal an, was ich dir unterbreite. Ablehnen kannst du später immer noch. Ich bin Alrik. Und wie du sicher zutreffend festgestellt hast, gehöre ich den Berserkern an. Genau genommen dem Clan der Nebelkrähen. Du könntest dich jetzt fragen, warum ich dir das erzähle, anstatt zu arbeiten. Nun, weil es meine Arbeit ist, mit Leuten wie dir ins Gespräch zu kommen und sie von dem zu überzeugen, was ich tue. Was genau tust du? Gut, das Eis ist gebrochen. Gehen wir ins Detail. Ich bin Händler. Immer auf der Suche nach der nächsten Rarität. Rarität? Ja, Dinge, die normalerweise nur schwer zu beschaffen sind. Als Gegenleistung biete ich natürlich eine stattliche Menge Elixit. Aber das nur ganz nebenbei erwähnt. Mit welchen Gegenständen handelst du? Alles Mögliche. Besondere Gegenstände behalte ich allerdings selber. Warum? Sagen wir der Einfachheit halber. Ich bin Sammler.
Meine Auswahl ist allerdings begrenzt, schließlich sind wir in Goliath. Solange die Regeln unserer verstaubten Ahnen gelten, darf ich nicht über die Stränge schlagen. Für uns Händler sind die so nützlich wie ein Furunkel am Arsch. Aber aus Angst vor dem Fortschritt wird sich daran wohl so schnell nichts ändern. Du suchst also Raritäten. Gold, richtig. Ich will mich mal so ausdrücken. In der Stadt fällt jede Menge Arbeit an. Und da müssen auch viele Dinge beschafft werden. Die natürlich, wenn es nach den Warlords geht, nicht verloren gehen dürfen. Aber sollte dem doch so sein, würden wir beide davon profitieren. So einfach ist das. Wegen der Raritäten? Ja? Wo liegt der Haken? Du verdienst dir eine hübsche Summe Elexit. Da gibt es keinen Haken. Verkauf mich nicht für dumm. Na schön, natürlich gibt es einen. Dem ein oder anderen wird hier sicher nicht gefallen, wenn du mir das Zeug bringst, das für ihn bestimmt war. Aber was macht das schon? Du siehst nicht aus, als würde dich ein bisschen Gegenwind aus der Fassung bringen. Sind bei dir in letzter Zeit so etwas wie Alp-Ausrüstungsgegenstände aufgetaucht? Das wäre schon ziemlich heiße Ware, mein Freund. Eher etwas für die Outlaws und Banditen da draußen. Kürzlich begegnete ich einem üblen Kopfgeldjäger vor der Stadt, der auf der Suche nach einem Outlaw war. Also, wenn du hier länger überleben willst, dann hältst du dich besser von so etwas fern. Was genau suchst du? Nun, ein paar ausgewachsene Heilwurzeln sind schwer zu züchten. Und Born beauftragt nicht jeden mit dem Abernten. Weiter? Nichts weiter. Behalte lediglich im Hinterkopf, dass ich dir sicher mehr dafür gebe als er. Wonach bist du sonst noch auf der Suche? Du kennst doch sicher Jorah, den Werker beim Schlund. Nein. Sollte ich? Nicht so wichtig. Du wirst ihn früher oder später noch kennenlernen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er bald wieder jemanden losschickt, elixhaltiges Zeug zu sammeln. Und ich denke, er hat schon genug von dem Zeug. Ich hingegen... Schon verstanden. Du willst, dass ich dir das Zeug bringe. Genau. Sprich mit ihm, wenn du die Einzelheiten wissen willst. Was interessiert dich sonst noch? Dir ist mit Sicherheit schon der Mana-Schrein aufgefallen, oder? Dieses Riesending hier in der Mitte von Goliath. Ja, das ist schwer zu übersehen. Dort irgendwo treibt sich Kaldrim herum. Er überwacht die Ein- und Ausgänge von Elex zum Schrein. Wenn du es allerdings schaffst, an ein paar von diesen Elex-Paketen zu kommen, ich würde dir einen stattlichen Preis dafür zahlen. Hast du noch etwas auf der Liste? Nein. Ich denke, das war vorerst alles. Wenn mir noch etwas einfällt, lasse ich es dich wissen. Hast du auch einen speziellen Wunsch? Alle Sachen, die du mir bringst, sind speziell. Ich dachte eher an etwas außer der Reihe. Ach so. Ich weiß nicht, ob ich dir die Sache anvertrauen kann. Sie ist etwas heikel. Rück schon raus mit der Sprache. Na schön. Also, Ragnar, der große Boss hier, hat etwas von großem Wert für mich. Ein Schwert, aber nicht irgendeins. Es ist das Schwert von Erik Eisenfaust. Ah, was ist daran so besonders? Sag bloß, du hast noch nie von ihm gehört. Der Kerl ist sowas wie ein Heiliger für die Jungs hier. Man sagt ihm nach, dass er vor einem halben Jahrhundert im Alleingang ein ganzes Heer von Kampfmaschinen nur mit seinem Schwert zerschlagen hat. Ich für meinen Teil glaube zwar, dass das Schwachsinn ist, aber das ändert nichts daran, dass die Berserker sich allem überlegen fühlen. Einige nennen ihn sogar Ahnenvater. Wer aber auch nur ein bisschen Geschichtswissen hat, weiß, dass das Mumpitz ist. Immerhin gab es die Berserker schon lange vor seiner Zeit. Trotzdem ändert das nichts an dem Wert des Schwertes, selbst wenn es mittlerweile schartig und unbrauchbar ist. Ich besorge dir das Schwert. Das wollte ich hören. Pass aber auf, dass dich niemand erwischt. Wenn doch, legen sie dir sicher Daumenschrauben an und gerben dir das Fell. Also schnell rein und wieder raus. Keine Spielchen, verstanden? Ich mach das schon. Gut, ich kratz derweil deine Belohnung zusammen. Ich werde ihm nicht das Schwert besorgen. Bring mir was bei. Wie du willst. Kann er mir was beibringen? Nee, bin zu dumm. Was hat er zum Handeln? Ich will handeln. Sicher doch. Das meiste kann ich wahrscheinlich eh nicht tragen. Oh, weiter.
Dabei, dabei. Da ist noch eine Nebenmission. Seine Mission, weiß ich mal, dass die mich ziemlich in Probleme bringen bei den Berserkern. Und dass die Berserker mich nicht mehr mögen werden dadurch. Was haben wir hier? Hey, Jorah. Was hast du da? Wovon redest du? Dein Arm beherbergt Technik. Woher hast du die? Gibt es ein Problem? Ja, ein Problem, das ich gerne vermeiden möchte. Ich habe den Vorsitz über die Werker und bin Mitglied des Eisenclans. Und als solches sage ich dir, dass wir fremde Technik nicht dulden. Und was erwartest du jetzt von mir? Naja, ist wohl fest mit deinem Arm verbunden. Abschlagen möchte ich ihn natürlich auch nicht. Aber gut. Ich wollte dir nur vermitteln, dass Technik wieder dem Gesetz ist. Über dein Gerät will ich nun für den Anfang hinwegsehen. Erzähl mir mehr über die Werker. Nun, unsere Gemeinschaft hat zwar der Technik abgeschworen, dennoch geht es nicht ganz ohne sie. So benötigen wir zum Beispiel das Elex, das in technischen Apparaturen steckt. Dieses extrahieren wir und der unbrauchbare Rest wird in den Schlund geworfen. Der Schlund? Ja. Was dort lagert, soll in Vergessenheit geraten. Das Metall, das dort landet, kann nicht einmal mehr für unsere Klingen genutzt werden. Aber wenn du mehr über Elex wissen willst, geh in den oberen Ring. Bei den Heilern findet sich sicher jemand, der dir mehr darüber sagen kann. Warum auf Technik verzichten? Das ist rückständig. Du denkst also, unser Leben hier ist rückständig. Dann lass mich dich vom Gegenteil überzeugen. Soweit wir wissen, sind in nahezu allen modernen Apparaturen größere Ansammlungen von Elex enthalten. Natürlich findest du es auch sonst überall. Aber der Elex-Anteil ist in eben diesen Gegenständen beachtlich. Das Elex selbst ist mit Vorsicht zu genießen. Aber wenn es den Transformationsprozess durchlaufen hat, ist es uns möglich, mächtige Magie damit zu wirken. Und wer über diese Macht verfügt, braucht keine Technik. Nur durch Fortschritt kann man einen Krieg gewinnen. Nein, nicht durch Fortschritt, sondern durch Taktik. Und wir setzen im Gegenzug zu den Alps nicht auf Elex. Wer sich zu lange dem Elex aussetzt, verliert alle Emotionen und denkt und handelt wie eine Maschine. Darum morden die Alps kaltblütig und geben nichts auf die Menschheit. Also, machen wir das einzig Richtige. Wir wandeln das Elex um und ziehen ein Leben vor, das frei von seinem Einfluss ist. Also ist eure Art zu leben als Schutz vor dem Elex zu verstehen. Jetzt hast du es verstanden. Ihr braucht also Maschinenteile. Richtig. Denn natürliches Elex ist seltener in Edan als anderswo. Da du dich frei bewegen darfst, hätte ich sogar eine Aufgabe für dich. Oh. Ich höre. Dir ist sicher schon dieses Monstrum aus Metall am Horizont aufgefallen. Du redest vom Konverter. Ja. Die Alps mussten ihn aufgeben. Ich brauche dort einen Mann, der sich nach entsprechenden Stücken umsieht, aus denen wir Elex gewinnen können. Natürlich ist die Aufgabe nicht ganz ungefährlich. Selbst wenn die Alps dort den Kampf gegen uns verloren haben, ist die Gegend mit Vorsicht zu genießen. Du willst etwas haben, das den Alps gehörte? Ich würde gern darauf verzichten, aber wir brauchen das Elex. Denn ohne Elex gibt es kein Mana. Aber wir brauchen das Mana für unsere Weltenherzen. Das ist der einzige Grund, warum wir überhaupt etwas von den Alps anrühren. Ich sehe mich beim Konverter nach Maschinenteilen um. Gut. Kehre nicht mit leeren Händen zurück. Und lass dir nicht zu viel Zeit. Es steht zu viel auf dem Spiel, als dass wir das Elex unseren Gegnern überlassen können. Ja, mir ewig lang Zeit lassen. Ewig lang. Blumen sammeln. Ist das der Schlund? Das ist der Schlund, glaube ich.
glaube, da kann ich sogar runterhupfen und dann abschweben mit meinem Kleider. Ups. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Bist du für oder gegen die Gesetze? Dafür. Interessant. Wieso fragst du mich nach den Gesetzen? Naja, du gehörst nicht zu uns. Und da überrascht es mich schon etwas, dass du mit unseren Gesetzen vertraut bist. Pass auf, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Du als Außenstehender kannst mir da hoffentlich weiterhelfen. Wobei soll ich dir helfen? Ich glaube, ich habe von hier oben jemanden unterhalb des Schlundes gesehen. Sah aus wie einer dieser verdammten Outlaws. Wenn es wirklich einer ist, dann muss er verschwinden. Sollen sich doch die Wachen darum kümmern. Ach, die glauben mir nicht. Sagen, ich hätte Hirngespinste. Hast du ein Problem mit Outlaws? Natürlich. Diese Bastarde wollen doch nichts anderes, als sich selbst zu bereichern. Anarchisten ohne Anstand und ohne Sinn für das Gesetz. Mehr sind sie nicht. Warum kümmerst du dich nicht selbst um ihn? Ich, kann nicht. Ich darf hier nicht weg. Angrim hat mich sowieso schon im Blick. Wenn er sieht, wie ich mich nachts mit einem Outlaw vor der Stadt treffe, dann bin ich tot. Oder werde in den Wald verbannt, was ungefähr das Gleiche bedeutet. Was genau soll ich machen? Töte ihn. Am besten aus der Ferne. Ich bin mir sicher, dass er etwas im Schilde führt. Wer bist du? Mein Name ist Ornir. Ich gehöre zu den Werkern hier. Wir zerlegen Schrott, extrahieren das Elex aus den Maschinen und schmeißen den Rest dann in den Schlund. Wir sind die Einzigen hier, die sich wirklich mit diesem verfluchten Zeug auseinandersetzen müssen. Hätte der Scheiß-Meteor doch niemals das Elex mitgebracht. Es gäbe keinen Krieg, wir hätten nichts, worum wir kämpfen müssten. Und so etwas wie emotionslose Menschen wäre niemals entstanden. Naja, es ist müßig, darüber nachzudenken. Die Vergangenheit lässt sich nicht ändern. Ich kümmere mich um den Outlaw. Sehr gut. Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Ich habe ihn direkt unterhalb des Schlundes, dort, wo wir unseren ganzen Metallschrott hinschmeißen, gesehen. Blumen sammeln. So was zum Looten. Elixid gratis. Öllampe gratis. Oh. Was ist dahinter versteckt? Mehr Pflanzen. Und mehr Berge. Okay. Nicht kriechen. Ah, Pflanzen sammeln. Der Outlaw hat, glaube ich, einen Pakt mit dem Typen gemacht. Und er sitzt panisch wegen irgendwas in der Richtung. Da oben ist Big Boss. Sagen wir hallo. So, und was ist dein Verbrechen? Was? Ich bin Warlord Ragnar, Schirmherr dieser Berserker-Siedlung, solange Meister Thorald auf Pilgerreise ist. Wer ein Verbrechen begangen hat, muss sich vor mir verantworten. Außerdem haben Abgesandte anderer Gemeinschaften bei mir vorzusprechen. Also bist du ein Abgesandter oder warum bist du hier? Sprich! Ich komme tatsächlich nicht aus Edan. So, dann hast du hoffentlich gute Nachrichten aus den anderen Landen. Sonst wird das hier ein recht kurzes Gastspiel für dich. Also denk besser ganz genau darüber nach, was du als nächstes antwortest. Nochmal, was genau willst du hier? Ich suche Arbeit. So wie du aussiehst, bist du ein kräftiger Bursche. Na schön, ich werde mal darüber nachdenken, wofür ich deine Muskeln gebrauchen könnte. Wenn du also hier geduldet werden willst, dann hast du dich an meine Regeln zu halten. Diese Regeln sind ganz einfach. Wenn du der Gemeinschaft der Berserker schadest, wirst du dafür bezahlen. Wenn du der Gemeinschaft dienst, wirst du deinen gerechten Lohn dafür erhalten. Ich hoffe, wir verstehen uns. Denn wenn nicht, wirst du dich vor mir verantworten müssen. Ist das klar? Da ist er vor dem Boss. Du bist der Boss. Ja, richtig. Je schneller du das kapierst, umso gesünder für dich. Alles andere wäre äußerst leichtsinnig von dir. Gibt es sonst noch etwas? Angenommen, ich unterstütze euch. Wovon ich ausgehe? Dann gibt es doch sicher etwas, das über die alltägliche Arbeit hinausgeht. Wie kommst du darauf, dass ich jemanden brauche, der mehr als nur das Übliche tut? Weil ich sehe, was hier los ist. Ist nicht zu übersehen, dass hier nicht alles rund läuft, nicht wahr?
Der Fisch stinkt vom Kopf her. Treib es nicht so weit. Aber es gehört auch Mumm dazu, mir so entgegenzutreten. Na schön. Du sagst also, du kannst uns helfen. Ja. Dann beweise es. Jedes Mal, wenn ich meine Leute an ihre Pflichten erinnere, tun sie, was ich sage. Sobald ich ihnen aber den Rücken zukehre, scheren sie sich einen Dreck darum. Ich will, dass wieder Ordnung in der Stadt herrscht. Und solltest du wirklich vorhaben, dich ganz in unseren Dienst zu stellen, wirst du eine ganz spezielle Aufgabe von mir bekommen. Erledigst du alles zu meiner Zufriedenheit, hast du mein Vertrauen. Okay. Was ist sonst noch ein Infotamp? Eine Blumen zum Sammeln? Hallo, Wache. Ich mit meinem Gleiter da rumhupfen kann? Du musst mir wie mal. Brauchst du frische Verbände oder willst du etwas von meinem Kräutersud? Dann bist du allerdings zu früh dran. Ich muss erst neun zubereiten. Bietest du jedem deine Hilfe an? Ja, es ist einfach meine Bestimmung, anderen zu helfen. Außerdem handle ich so im Sinne unseres Gesetzes. Meine Heilkunst sehe ich als meinen Beitrag dazu an. Und er ist bitter nötig. Was ich alles gehört habe von denen, die wir aufgenommen haben. Schrecklich. Ich fürchte, die seelischen Schäden, die manch einer da draußen erlitten hat, können nicht mit einem Trank kuriert werden. Aber vielleicht mag unsere Magie das vollbringen. Schließlich ist sie es, die unser Überleben sichert. Kannst du meine Wunden heilen? Du? Du scheinst mir recht robust gebaut zu sein. Knochenbrüche hast du nicht, nur ein paar Kratzer. Ich denke, das hier wird dir auf die Beine helfen. Danke. Ach, das war nur eine Kleinigkeit. Je schneller du lernst, dich selbst zu verarzten, umso weniger Arbeit habe ich damit. Was hast du denn alles so gehört? Hauptsächlich Geschichten über den Krieg und die Kämpfe da draußen. Grässliche Wunden und viele Tote. Die Alps beherrschen eine unglaublich zerstörerische Art der Magie durch den Konsum des reinen Elex. Ja, sie ist sehr effektiv. Für jemanden, der einmal in Besitz solcher Kräfte war, ist es sicherlich schwer, je wieder vom Konsum des reinen Elex runterzukommen. Du hast ja keine Ahnung. Man sagt, es sei nur eine Frage der Zeit, bis der Körper sich wieder normalisiert, wenn man den Elex-Konsum einstellt. Die Entzugserscheinungen sollen aber höllisch sein. Nur gut, dass wir unser Mana haben. Was weiß jemand wie du schon vom Elex-Entzug? Nun, wir hatten einmal einen dieser Separatisten der Alps hier zum Verhör, den ich verarzten sollte. Seine äußeren Wunden waren nicht so schlimm, aber der Elex-Entzug machte ihn völlig fertig. So wie einem das Elex die Emotionen nimmt, so kommen sie geballt zurück, wenn man das Elex absetzt. Die Folge war ein Mann, der mit all seiner Kraft gegen das Gefühlschaos in seinem Kopf ankämpfte. Was ist mit ihm passiert? Wo ist er? Er starb. Sein Wille war nicht stark genug, um sich dagegen zu wehren. Wie oft denn noch? Ich habe gerade keine Zeit. Später vielleicht. Ich muss mich wieder um meine Kräuter kümmern. Doch, das werde ich. Okay. Du bringst dich irgendwann noch selbst in Gefahr. Die Jagd nach Viechern ist harmlos. Vertrau mir. Das meinte ich auch. Nee, oder? Darf ich nicht näher raus? Interessiert keinen. Da hinten war doch noch was. Nein? Kriege ich erst die Mission ein bisschen später? Von ihrer kriege ich, glaube ich, noch eine Mission. Fremden? Glaub mir, ist das dein Ernst? Elex, sagst du? Elex? Hast du ein bisschen ein Elex für mich? Ein bisschen ein Elex? Das Buch über Goliath-Helden. Nee, so wir machen. Was? Wir machen keinen Diebes Playthrough. Okay, gehen wir rauf. Ich glaube, darum gibt es gerade nichts, aber. Nur mal schnell durch die Stadt durch. Ein paar Pflanzen pflücken. Ich glaube, die Heilpflanzen. Du da. Anduras. Ah, der hat auch eine Mission für mich. Wie sieht's aus, Flüchtling? Du findest dich offensichtlich schon gut zurecht. Brauchst du meine Hilfe? Brauchst du meine Hilfe? Was hast du anzubieten? Wir können voneinander profitieren. Ich habe einen ziemlich miesen Auftrag von Warlord Ragnar erhalten. Ein Mord ist hier geschehen und mir hat Ragnar aufgebrummt, den Mörder zu finden. Und du willst, dass ich dir bei deiner Mördersuche helfe?
Eine Hand wäscht die andere. Wer wurde ermordet? Sein Name war Askor. Er war ein Berserker. 3 Monate lang wurde er vermisst, bis Warlord Ragnar ihn im tiefen Wald vor Goliath fand. Vor etwa einer Woche war Ragnar auf einem seiner Kontrollgänge. Da sah er Askors Leiche, niedergestreckt mit einem Schwert. Kein schöner Anblick. Warum willst du unbedingt meine Hilfe? Du bist für sie ein Fremder. Dir werden sie zuhören. Was ist das denn für eine Logik? Goliath traut im Moment niemand dem anderen. Darum fürchte ich, werden sie erst gar nicht mit mir reden. Du bist jemand von draußen. Ein neutraler Beobachter, wenn man so will. Dir werden sie die Wahrheit sagen. Ist das der Grund, warum du mir bei der Observierungsstation in den Bergen geholfen hast? Weil du ohne mich diesen Fall nie gelöst bekommst. Kann schon sein. Das Mädel checkt uns aus, du raus. Hast du schon einen Verdacht? Warlord Ragnar vermutet, dass es einer aus Goliath war. Und wenn das so ist, dann muss es jemand sein, der sich außerhalb der Stadt gut auskennt. Für Ragnar kommen da nur 5 Kandidaten in Frage. Er schrieb sie mir auf eine Liste. Keine Ahnung, warum gerade diese 5. Ragnar wird seine Gründe dafür haben. Ich finde den Mörder. Das hört sich sehr zuversichtlich an. Dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Pass auf, wir machen das so. Du wirst mit den Verdächtigen sprechen. Ich halte mich im Hintergrund. Du kommst nicht mit? Ich kann hier gerade nicht weg. Die erste Befragung wirst du alleine machen müssen. Aber dann gehört mein Schwert ganz dir. Wer sind die Verdächtigen? Der erste auf der Liste ist Barin. Ein ziemlich fauler Drückeberger. Solange ihn keiner treibt, verbringt er seine Zeit am liebsten mit Faulenzen im Wald. Der zweite ist Thorgal, ein Bär von einem Mann. Er hält sich meist im Land Abessa auf. Geron hat sich erst kürzlich von uns abgewendet und macht sein eigenes Ding draußen im Wald. Sehr verdächtig, wenn du mich fragst. Zuletzt sind da noch Irdor und Rock. Der eine ein Neuzugang, der andere noch nicht ganz trocken hinter den Ohren. Sie sind allesamt immer viel unterwegs. Es wird nicht leicht, sie zu finden. Wie sieht deine Strategie aus? Nun, zuerst müsste man sie fragen, wo sie zur Tatzeit waren. Und dann, keine Ahnung. Ich lass mir was einfallen. Da habe ich keinen Zweifel. Wie steht es um deine Kampfkraft? Ich bin bereit. Folgt er mir? Er ist nicht bereit. Er lügt jetzt schon. Da wieder ein Haus. Ein Hammer verboten. Nichts. Nicht stehlen. Nicht stehlen. Heiler. Du auch ein Heiler? Eine Setzerin. Da ist wieder ein Haus. Wache. Ich glaube, da ist wer drin, mit dem man reden kann. Ja. Ah, ein Fremder. Ich hoffe, du wirst hier gut behandelt. Ich weiß, dass die Leute hier gerne über Fremde tratschen, auch wenn wir es nicht tun sollten. Wir sind alle im Krieg mit den Alps. Wir freien Menschen sollten zusammenhalten und uns nicht an jeder Ecke misstrauen. Was erzählt man sich über mich? Ich habe keine Ahnung. Ich höre bei dem Getratsche hier nicht besonders genau hin. Ich mache mir lieber mein eigenes Bild. Die meisten Bewohner Goliaths stehen allem Fremden misstrauisch gegenüber. Das wundert einen auch nicht bei dem, was außerhalb Goliaths auf einen wartet. Aber du bist nicht der Erste. Die meisten Fremden werden hier kritisch beäugt. Das ergeht jedem so, der unser Tor durchschritten hat. Ich bin alt genug, um Geschwätz und Wahrheit auseinanderhalten zu können. Nur krieg das mal in die Schädel dieser Sturköpfe hinein. Da hilft es auch nicht, sie auf unser Gesetz hinzuweisen. Wie stehst du zu dem Gesetz? Wir vom Hammerclan sehen es als notwendiges Übel an. Aber es geht uns in vielen Punkten zu weit. Darum sehen wir auch über manche Verstöße großzügig hinweg. Wieso geht euch das Gesetz so weit? Unser Mana macht uns stark und unsere Magie zu gefürchteten Kämpfern. Stell dir vor, wir Berserker würden die Kraft des Manas mit den Energiewaffen der Kleriker oder den Sprengstoffen der Outlaws erweitern.
Ein Berserker mit der Kraft der Mana-Magie im Rücken und einem magisch verstärktem Raketenwerfer auf der Schulter. Was könnte so jemanden aufhalten? Aber wir haben die Gesetze nicht ohne Grund. Also werden selbst wir vom Hammerclan nichts in diese Richtung unternehmen, solange die Gesetze in dieser Form existieren. Es wird eine Zeit kommen, da werden wir die alten Gesetze erneuern müssen, um zu überleben. Aber letzten Endes zählt nur, dass wir alle an einem Strang ziehen. Du scheinst kein Niemand zu sein. Das will ich meinen. Ich bin der Warlord des Hammerclans. Und als solcher der Schrecken unserer Feinde. Es gibt nichts auf der Welt, das ich mit unserer Magie messen kann. Wir tragen das Mana in uns. Unsere Körper sind ein unerschöpflicher Quell der Macht. Unsere Magie ist stärker als alles, was es auf dieser Welt gibt. Selbst die Energiewaffen der Kleriker können es nicht mit unseren Kämpfern aufnehmen. Gibt es Probleme zwischen den Clans? Natürlich. Aber wir Warlords sind uns bewusst, dass wir als Berserker zusammenhalten müssen. Ansonsten bricht unsere Gemeinschaft auseinander. Trotzdem gibt es Leute, die das nicht verstehen. Dann zwingen sie zu Gehorsam. So einfach ist das nicht. Es gibt häufig Auseinandersetzungen zwischen den Clans, gegen die wir Warlords nichts ausrichten können. Sobald wir uns einmischen, geloben alle Beteiligten Besserung und danach läuft alles so weiter wie vorher. Manchmal komme ich mir vor, als würde ich einen Haufen Kinder beaufsichtigen. Kinder mit scharfen Messern. Mir gegenüber verhalten sie sich wahrscheinlich anders. Da könntest du recht haben. Du könntest mir mal den Gefallen tun und mit Eldo reden. Er hat seine Hütte unten bei den Setzern und macht ständig Stunk gegen den Eisenclan. Vielleicht könntest du dich mal seiner annehmen. Er soll aufhören, einen Keil zwischen uns zu treiben. Oh, so viele Missionen. Ah, gehen wir nochmal darauf. Da können wir dann runterschweben. Obwohl, ich glaube, da war nichts mehr drin, außer der Boss. Big Boss, Ragnar, Rock. Wer bist du? Hallo. Wenn du dich ausruhen willst, such dir einen freien Platz und erhole dich. Und wenn du Hunger hast, finden wir sicher auch noch etwas Essbares. Danke. Für Fremde mag es immer den Anschein haben, wir würden nur nach dem Gesetz leben. Aber wir haben auch ein Herz für alle Gestrandeten, die bereit sind, ihrem alten Leben abzuschwören. Ich versuche stets durch meine Offenherzigkeit, Neuankömmlinge von unserer Sache zu überzeugen. Viele wissen es anfänglich nicht zu schätzen und haben Schwierigkeiten, sich in unsere Gemeinschaft zu integrieren. Aber ich denke, das gibt sich mit der Zeit. Wer außerhalb unserer Mauern aufwächst, wird zwangsläufig durch allerhand Gefahren abgehärtet. Da ist es mehr als verständlich, dass zwischenmenschliche Dinge auf der Strecke bleiben. Seit wann gehörst du den Berserkern an? Ich bin hier geboren und kann mir keinen besseren Platz vorstellen. Wenn du das sagst? Wir haben unser Leben auf das Essentielle ausgerichtet. Nichts von dem, was du denkst zu brauchen, brauchst du wirklich. Ich könnte mich an das Leben hier gewöhnen. Ich würde es dir wünschen. Nimm mich zum Beispiel. Ich habe hier nicht nur eine Aufgabe, sondern auch meinen Mann gefunden. Und was braucht der Mensch mehr als eine Aufgabe und jemanden, der einem nahesteht? Dann brauchen wir nichts mehr einschlemmen. Mit Ragnar? Wie hältst du es mit Ragnar aus? Du meinst, weil er sich wie die Axt im Walde benimmt? Ja. Das ist doch alles nur Fassade. Einem schwachen Herrscher folgt niemand. Und mir gegenüber benimmt er sich ganz anders. Aber das sind Dinge, die dich eigentlich nichts angehen. Jo. Was ist das hier für ein Ort? Ein seltsames Relikt aus der alten Welt, nicht wahr? Ich nehme an, wer immer hier gelebt hat, war auf der Suche nach Erholung. Wenn du willst, geh auf eine der höher gelegenen Plattformen und lass die Aussicht auf dich wirken. Dann bekommst du eine vage Vorstellung, wie schön es früher hier gewesen sein muss. Warum baut ihr dann diese Hütten? Mein Mann ist sehr eigen und braucht seinen Platz. Unter uns, er teilt nicht gerne. Darum lässt er auch nicht jeden unserer Leute hier Quartier beziehen. Das ist wahrscheinlich auch besser so, denn nicht jeder Raum ist vertrauenserweckend. Davon abgesehen gibt es nicht wenige, die sich dem Holz stark verbunden fühlen. Ich suche Arbeit. Oh,
Du hast meine kleine Rede wohl zum Anstoß genommen, dich nützlich zu machen. Gut, dann lass mal sehen. Ich für meinen Teil kümmere mich um den Zusammenhalt innerhalb der Stadt. Auch wenn ich Angrim oftmals nicht zustimme, was seinen Gesetzeseifer angeht, muss ich ihm in einer Sache recht geben. Fremde Dinge bringen Ärger mit sich. Und den möchte ich hier vermeiden. Es gibt also Ärger. Wie man es nimmt. Wir müssen uns mit allerlei Problemen rumschlagen. Darum bin ich froh, wenn wir neuen Ärger vermeiden könnten. Aber lass mich zum Punkt kommen. Unsere Jäger haben mir berichtet, dass ein paar Kleriker vor kurzem von ein paar Mutanten überfallen wurden. An und für sich kann uns das natürlich egal sein, denn sie haben in Edan nichts zu suchen. Aber ihre Waffen liegen noch in der Nähe. Und in falschen Händen können sie großen Schaden anrichten. Ich will, dass sie gefunden und zum Werker Jora gebracht werden. Nur unsere Werker verstehen es, diese Gerätschaften unschädlich zu machen. Ich kümmere mich darum, dass Jora die Klerikerwaffen bekommt. Gut. In seinen Händen sind sie richtig aufgehoben. Denn so will es das Gesetz. Lass dich also auf deiner Reise nicht unnötig ablenken. Warum haben die Jäger die Waffen der Kleriker nicht gleich mitgenommen? Sie wussten es nicht besser. Durch unser Gesetz sind einige so verunsichert, dass sie keinen Finger an etwas legen, das ihnen fremd ist. Dabei hätten sie die Waffen nur zum Schlund bringen müssen. Ich habe die Waffen schon. Kann ich die einfach nehmen? Die Gratis-Loot. Yes. Bist du jetzt zufrieden? Zerschnittern das Schreiben. Nehmen. Ich kann die Sachen nehmen, doch. Ich werde euch alles stehlen, was gerade zum Stehlen ist. Oh, er steht auf, er steht auf. Okay, ich kann noch einmal alles nehmen. Das wird verkauft. Was soll das denn werden? Was soll das denn werden? Ich beklaue euch, ja. Der Heiltrank ist dann so viel wert. Wir schauen aufs Dach mal rauf. Das darf ich auch nehmen. Ich weiß, dass da oben das Schwert liegt. Will ich denen wirklich beitreten? Ich weiß, dass da oben irgendwo ob das Schwert rumliegt. Was ich wahrscheinlich vielleicht nicht klauen werde. Bin mir noch nicht sicher. Elex. Pfeil. Loot. Ein Pfeil. Beste Loot, die ich je gefunden habe. Sonst noch was? Große Pfeile. Die kann ich nicht mitnehmen. Okay, okay. Wo komme ich darauf? Ja, bin raufgekommen. Da geht's wieder zurück runter. Aber wir gehen uns mal in das Gebiet rein. Vielleicht kriegen wir dort auch einen Fighter mal zur Abwechslung. Ich kann im Bett schlafen. Was? Zähne? Es ist eine kleine Loot-Partie hier. Ohne Fights. Möp, möp. Oh, das Licht hier drinnen. Irgendwas Interessantes auch. Oh. Sieht nicht so aus, als wäre was Interessantes hier. Ein Stiege runter. Hier etwas drinnen. Warte. Yes. Fettkill. Oh, das ist nicht die beste Loot. Da ist Schrott. Ein bisschen Schrott zum Verkaufen und zum Werkeln. Bisschen Ratten. Meat. Red Meat. Nein. Oh, okay. Mist. Dann haben wir das halt gefunden. Elektroschrott. Eine Lampe, oder? Yep.
Oh, er kann ja klettern. Ach, ich hätte nicht gedacht, dass ich das schaffe. Was haben wir hier? Elex, Elex, Elex. Und ich kann mich mal erinnern, was der beste Nutzen für diese kleinen Elex Shards ist. Niedriger. Und was Interessantes hier noch. Ich glaube, wenn ich das Schwert habe, kann ich es auch dem Big Boss geben. Heilung. Oh, guter Jump. Der Rettenstange. Ah, habe ich hier drinnen was übersehen? Die Loot ist ja ziemlich auffällig. Irgendwas Interessantes noch. Wir sind am Dach. Komm schon, hupf drüber. Da haben wir noch ein paar kleine Sachen. Explosivbolzen. Dustin hat den Wein getrunken. Ich habe ihm damit einen Gefallen getan. Hier oben ist die Luft so frisch und rein. Ich kann nicht mehr. Mir fehlt einfach die Kraft. Okay. Explosivbolzen ist schon geil. Was ist das? Gehen wir die Stiege runter. Schauen wir, was wir finden hier noch. Was ist das? Nein, da war ich nicht drin. Alter Brief. Hier ist mal ein dunkler Raum, wo ich nichts sehe. Balkonteile. Kleiner blauer Stein, den ich auch nicht weiß, was ich anfangen soll. Wo ist mein Schwert? Okay, hier waren wir gerade. Wir haben einen Stock tiefer. Die wir retten. Goldbrocken. Wieder einen Stock tiefer. Plasmazellen. Da finden wir interessante Loot, wenn dann nichts, das wir brauchen können. Ich bin nicht gut genug. Ist einfach nicht gut genug. Aber fürs Klopapier sind wir gut genug. Was haben wir hier? Okay, ich glaube, das Schwert war im Untergeschoss. Was schwieriger war zum Stehlen. Hier drinnen war das Schwert. Was willst du hier? Ach, sorry. Sorry, gar nichts will ich hier. Wir gehen wieder zurück in die Stadt. Oh. Da ist gerade null Action passiert. Schauen wir, ob wir die Klerikerwaffen abgeben können und mit der Heilungslady noch sprechen. Oh, und dann schaue ich, dass ich die Stadt heute noch fertig spreche. Fertig talk. Ne, die sind noch nicht fertig. Ja. Ich habe gerade keine Zeit. Spät. Ach, ich will nichts mehr davon hören. Hopp, jetzt. Ich wollte eh weiter. Man sieht sich. Ich muss mich wieder um meine Kräuter. Versteh einer die Frauen. Da willst du ihnen nichts Böses und anstatt dir zu danken, jagen sie dich fort. Was ist passiert?
Ach, nichts Wildes an und für sich. Ich wollte einer guten Freundin nur die Welt da draußen zeigen. Auf Dauer wird man in Goliath doch verrückt. Aber sie hat Angst, dass sie das Gesetz brechen könnte. Und was ist mit dir? Als Jäger kenne ich mich mit Gefahren aus. Da bin ich abgehärtet. Wenn du das sagst. Und wie ich das sage. Ich muss nun aber weiter. Wir sehen uns. Ah, wo ist Mrs. Heilung? Ich rieche die Mission. Mrs. Heilung? Ich muss mich wieder um meine Kräuter kümmern. Okay, dann halt nicht. Dann halt die Klerikerwaffen abgeben. Dass ich ein bisschen Loot mal bekomme. Hier war sein Haus, glaube ich. Ja. Was ist mit dem Elex, das in Elexit enthalten ist? Du meinst, warum wir es nicht daraus extrahieren? Exakt. Nun, die Elex-Konzentration ist zu gering, als dass der Aufwand den Ertrag rechtfertigen würde. Und mir ist kein Verfahren bekannt, wie wir an den Rohstoff gelangen könnten, ohne uns daran die Zähne auszubeißen. Also nutzen wir es wie alle anderen als Zahlungsmittel. Macht Sinn. Nicht wahr? Auch wir können uns davor nicht verschließen. Was man sich nicht erkämpfen kann, kann man sich vielleicht erkaufen. Oh, muss ich doch nicht zu ihm bringen. Wo ist mein Missionshandbuch? Oh, wow. So viele Zahn und Zahn. Ein Alrekwecker. Um mir. Ist das nicht hier? Was sagt meine Karte? Was sagt, dass das hier ist? Technik. Technik. Wirklich? Wir können darauf verzichten. Ah, anscheinend sind das andere Waffen. Oh, wir machen hier eine Pause und dann machen wir die große Stadt fertig.